Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal Red Hood. Herzlich willkommen zu meiner Top 8 Liste meiner Lieblings-Superhelden. Ja, es sind nur 8 geworden. Eigentlich sollte ich viel, viel mehr machen. Aber ich muss ehrlich sein, nur diese 8 konnte ich wirklich zuordnen. Danach wird es wie eine graue Masse von, ja, Helden, die ich halt einfach mag. Aber ich nicht unterscheiden könnte, wen ich mehr mag und wen weniger. Ich könnte allerhöchstens vielleicht noch eine Liste machen von Helden, die ich gar nicht leiden kann. Aber, naja, das war ja nicht gefragt. Aber wie man schon am Titel sieht, beziehungsweise hört, ist das meine Liste von Lieblingshelden. Außerdem bedeuten die Plätze nicht, dass ich einen Charakter stärker oder schwächer finde, sondern einfach nur, dass ich ihn mehr, beziehungsweise lieber sehe als den anderen. Außerdem muss ich nochmal wiederholen, dass es nur um Helden geht. Eine Liste mit Schurken oder sogar Anti-Helden könnte ich nochmal wiederholen, wenn ihr das natürlich wollt. Aber jetzt fangen wir erstmal an. Platz 8, Superman. Ja, das mag den einen oder anderen vielleicht überraschen, den einen oder anderen wiederum aber auch nicht. Superman ist ja so ein Charakter, meistens ist es so, entweder er wird gehasst oder er wird geliebt. Ich persönlich, für mich ist er in so einer Grauzone. Früher habe ich ihn richtig gehasst, ich fand ihn einfach mega langweilig, komplett overhyped und so weiter. Aber das hört sich jetzt doof an, aber vor allem nicht durch Comics, sondern durch Serien. Und zwar die Serie Smallville, weiß nicht, ob ihr die kennt. Ja, habe ich so ein bisschen Superman lieben gelernt. Smallville, da geht es um Clark Kent, bevor er überhaupt richtig was mit Superman als Held zu tun hatte. Da war er noch eher halt hauptsächlich auch noch auf der Farm unterwegs und hat Kleinstadtprobleme gelöst. Und ja, vor allem durch die Serie habe ich, wie gesagt, Superman lieben gelernt. Platz Nummer 7, Iron Man. Ja, zu Iron Man kann ich nicht viel sagen. Ich finde ihn einfach cool und sympathisch. Vor allen Dingen in den Filmen, die ihn mir mehr näher gebracht haben als die Comics, ja, fand ich ihn dann umso cooler. Robert Downey Jr. hatte wohl auch den größten Einfluss auf einen Comic-Charakter, den es so gibt. Nicht nur vom Design her, ich meine, sein Bart hat so ziemlich Iron Man definiert, sondern auch von seiner Persönlichkeit. Platz Nummer 6, Nightwing. Ja, als ich kurz schon mal über die Liste nachgedacht habe, bin ich eigentlich nicht auf Nightwing gekommen. Aber als ich dann nochmal überlegt habe, muss ich sagen, er ist doch schon ziemlich cool. Er hat sich aus den Schatten von Batman befreien können und ist sein eigener Held geworden. Er hatte schon echt coole Auftritte, hat es in eigene Comic-Serien geschafft, komplett losgelöst von Batman. Und ja, das ist schon ziemlich cool. Vor allen Dingen für einen Charakter, der hauptsächlich als Sidekick gestartet ist. Platz Nummer 5, Daredevil. Ja, Daredevil vor allem momentan sehr im Hype. Es kommen wieder neue Comics von ihm raus. Und auch die Netflix-Serie hat ja ordentlich Wellen geschlagen. Ich finde ihn einfach badass und das, was er aus seinen Fähigkeiten macht, ist einfach mega cool. Außerdem ist sein Anzug einer der coolsten, den es wohl aktuellen Comics gibt. Also, ich sag mal so, einer der coolsten normalen Kostüme. Nicht Rüstungen oder so, sondern wirklich noch Kostüme. Platz Nummer 4, Wolverine. Ja, auch der Logan hat es hier auf die Liste geschafft. Bei mir ehrlich gesagt, hauptsächlich durch die Filme. Denn jedes Mal, wenn ich Hugh Jackman als Wolverine sehe, freue ich mich einfach. Ich grinse und weiß schon, zumindest der wird in diesem Film alles geben, was er kann und versuchen, mich zu unterhalten. Und das schafft er auch meistens, deshalb ist er hier auf Platz 4. Und nun auf dem Treppchen Platz Nummer 3, Flash. Vor allem durch die Serie hat Flash in den letzten Jahren ordentlich an Bekanntheit zugelegt und ich glaube, ohne die Serie wäre zum Beispiel ein Film auch noch in weit entfernter Zukunft. Flash hat ein paar echt tolle Comics, ein paar echt tolle Stories und auch die Serien unterhalten mich. Es gibt schwächere und bessere Staffeln bzw. Folgen, aber es ist immer noch unterhaltsam. Und nun Platz Nummer 2. Ehrlich gesagt, Platz Nummer 2 und 1 sind sehr, sehr, sehr nah beieinander. Und ich konnte mich kaum entscheiden, aber Platz 2 ist Batman geworden. Das möge jetzt vielleicht manche schockieren, aber Platz 1 ist für mich doch noch ein bisschen persönlicher. Aber dazu kommen wir gleich, denn Batman ist einfach klasse. Die wohl besten Schurken im ganzen DC-Universum. Einfach ein richtig krasser Held, richtig badass. Und ja, ich glaube, wenn man eine Liste von den besten DC-Comics guckt, sind mindestens
die Hälfte oder ein Viertel davon Batman-Comics. Und es ist ja auch nicht grundlos, dass so viel von Batman rauskommt. Seine Filme, Serien, sogar Animationsserien und von Comics müssen wir gar nicht erst anfangen. Vor allen Dingen in den letzten Jahren basiert fast alles um Batman herum. Und die besten Events haben immer was mit Batman zu tun. Im Moment Batman Metal oder zum Beispiel auch in Flashpoint, die alternative Version von Batman, die wohl noch mit am bekanntesten aus dem Flashpoint-Universum ist. Nun Platz Nummer 1, Spider-Man. Ja, viele mögen Spider-Man vielleicht jetzt nicht so, aber vor allen Dingen durch meine persönliche Beziehung zu Spider-Man als mein erster Held, ist dieser auf Platz 1 gelandet. Es waren die ersten Filme, die ich gesehen habe, die ersten Comics, die ich gelesen habe und ich habe ihn einfach so gefeiert. Die originale Trilogie mit Tobey Maguire habe ich bestimmt schon 50 bis 100 Mal geguckt. Irgendwann habe ich aufgehört zu zählen. Es macht einfach sau Spaß, Spider-Man zu lesen. Leider gibt es auch viele schwache Stories bzw. Comics, da es Spider-Man halt so im Überfluss gibt. Aber trotzdem muss ich sagen, es gibt immer was Tolles. Sei es sein Kostüm, was immer wieder neu erfunden wird und trotzdem cool ist, oder seine alternativen Versionen, die ich persönlich sogar meistens fast noch lieber mag als ihn. Zum Beispiel Spider-Man 2099, der auch einer meiner absoluten Lieblingscharaktere ist. Diesen hätte ich hier locker auch noch mit reinstecken können, da er aber so ähnlich zu Spider-Man ist, habe ich ihn mal rausgelassen. Und ja, das war meine Liste der Top 8 Superhelden. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr eine Liste von Schurken oder Antihelden sehen wollt, schreibt sie in die Kommentare. Ich werde mein Bestes tun und diese dann hochladen. Jetzt nochmal ein Wort zum Schluss. Erstmal, Leute, danke an euch für die jetzt 100, über 190 Abonnenten, die wir nun sind, knapp an den 200. Ich weiß, in letzter Zeit bin ich sehr inaktiv. Ich habe eine ziemlich unkreative Phase im Moment und hab nicht wirklich Ideen. Deshalb auch hier wieder, wenn ihr Ideen zu Videos habt, schreibt sie in die Kommentare. Die nächsten 2 bis 3 Videos sind aber schon geplant. Vor allem der nächsten Monat Star Wars Monat ist, werden auf euch Star Wars Videos warten. Ich hoffe, ihr freut euch darauf und ja, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.